Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von meiner Modelleisenbahnanlage in Spuren. Hier auf meinem Kanal. Sorry Leute, der Autofokus ist mal wieder komplett am Eskalieren. Aber es sollte jetzt nicht um den Autofokus an sich gehen, es sollte um diese U-Bahn-Station hier gehen, die eben entstehen ist. Ich glaube, man kann sich schon halbwegs vorstellen. Ein Aufzugssystem ist noch geplant für Spur N. Wobei das ist eher ein Selbstbau, daher es leider keine Aufzüge für Spur N gibt, zumindest komplette Systeme. Ich habe zumindest nichts gefunden. Jawohl, so oft zumindest ist es in einem Satz. Okay. Aber das Beste am U-Bahnhof ist seine spätere Funktion, die schon Teil jetzt schon funktioniert. Und jetzt wird's gleich richtig geil. Tada! Sieht das nicht hammergeil aus? Hier mit diesen wunderbaren City-Shuttle-Wagen unten. Wenn man sich jetzt auch eben vorstellen würde, wie die City-Shuttle-Wagen auch noch Licht brennt. Sieht aber trotzdem, das sieht ja mal mega geil aus. Ich möchte gar nicht dran denken, wenn hier die Leute gehen, also wenn hier Leute aufgeklebt sind. Und ein bisschen Bahnhofsinterieur unten drin ist. Also Bahnhofsinventar. Das müsste echt mega geil aussehen. Aber ich kenne jetzt auch ein paar meiner Modellbau-Kollegen auf YouTube. Also jetzt nicht im echten Leben, aber deren Anlagen eben. So wäre das jetzt gemeint. Und ich finde, sie wird sicherlich genauso schön werden wie andere Modellbahnanlagen. Auch wenn es im Durchschnitt von der Größe her wahrscheinlich die kleinste Modellbahn-YouTube-Anlage ist. Zumindest im deutschsprachigen Raum. Aber könnte auch sein, dass es noch kleinere Projekte gibt. Ich weiß nur, was ich gefunden habe bislang. Ein Fahrbetrieb ist bis auf Weiteres aber noch nicht möglich, zumindest auf der Hauptanlage. Ein Fahrbetrieb ist hier drüben möglich. Ach, ich liebe den Autofokus. Was machst du jetzt, Autofokus? Ist das jetzt der Slenderman-Effekt oder wie? Meine Güte, ey. Irgendwie ist jetzt gerade vor die Kamera am Eskalieren. Alter Schwede. Okay, dann hoffe ich, euch hat dieser kleine Ausschnitt hier eben gefallen, was sich gerade so tut. Meine Kamera treibt mich gleich in den Wahnsinn. Okay. Na dann,
Bis zur nächsten Folge von meiner Modellbahnanlage in Spuren. Tschüss.